Das Rätsel in weniger als 2 Minuten. Das Artefakt. Komm, 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 komm. Ja. Ja. Perfekt. Es ist so spannend. Es ist einfach nur so spannend, einer Kugel zuzusehen. Naja, es ist wahrscheinlich das ganze restliche Video spannend. Einfach nur so. Nein. Ja, spannend. Dass man es kaum glauben kann. Wow. Kennt man das nicht irgendwoher? Was ist? Boah, habe ich mich erschrocken. Zu spät. Wie wunderbar nützlich du doch bist. Du erledigst die, die mir den Rang streitig machen wollen. Du findest Stücke der Prophezeiung und ersparst mir die Mühe. Und wärst du nicht mein Feind, würde ich dich einen Freund nennen. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein bei all deiner gewährten Hilfe. Ha! Peitsche! Wow, was? Nein! Ah, no, Meta! So. Peitsche. Okay, den kann ich auch nicht so nehmen. Okay, den kann ich auch nicht. Aua. Boah. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. Das ist der Vorführeffekt. Ha. Geht doch. Ach, den darf ich ja gar nicht schlagen. Aua. Aua, nein! Den kann ich ja nicht abwehren. Oder kann ich den irgendwie anders doch abwehren? Boah, ich weiß es nicht. Okay, ich höre wahrscheinlich gleich auf. Stirb, ja. Nein! Man kann da... Oh ja! Yeah.
Was kann man dagegen tun? Was? Jetzt greift er mich wieder an. Ja. Scheiße, ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Nein. Es ist doch so wunderschön. Einfach nur eine Stelle. So gemütlich. Man genießt diese Stelle einfach nur so. Nein! Ja. So geht es. Boom. Geht doch. Geht doch. Und da haben wir jetzt... Lauf. Haben wir jetzt... Wie lange dran gebraucht? 5 Minuten? Was eigentlich in einer Minute geht. Also stellt euch doch ein. Ihr kriegt das nur in der... Oh mein Gott. Soll ich denn machen? Ach so. So. Und lauf. Ich möchte aus diesem Stollen entkommen. Woohoo! Okay, wir haben es geschafft. Und wer ist da? Aveline! Maman? Unmöglich! Ich gab dich in Madeleines Obhut zu deiner Sicherheit. Dich und mein Herz. Welch grausames Schicksal führt dich her? Und du trägst die Klinge des Feindes? Sag mir nicht. Ich dachte, du seist tot. Versteh mich bitte. Sie wollten mich töten. Mir mein Herz nehmen. Ich wollte dich nie verlassen. Ist es das? Hat Agathe dich geschickt, mich zu töten? Bitte sag mir nicht, dass dein Hass so groß ist. Ich hätte dich nie... Dich töten? Nein, ich kam aus freien Stücken. Aveline, die Scheibe darf nicht in Agathes Hände fallen. Hat er sie? Wäre alles, was ich finden und schützen wollte, seit ich Nouvelle Orléans verließ, zerstört. Woher kennst du ihn? Und wovor hast du solche Angst? Vor langer Zeit. Nein. Tut mir leid, Aveline. Ich hoffe, du kannst mir einst verzeihen. Maman! Wo ist sie jetzt hin? Der Ferrier ist tot, die Sklavenkolonie ist befreit, also reist Aveline zurück nach New Orleans. Die Rückkehr muss feststellen, dass sich die alte Welt völlig verändert hat, doch die Identität des Company Man bleibt weiterhin rätselhaft. Ja, es ist ihr Vater. Kann ja gut sein. Nimmt mich daheim. Das Blatt wendet sich. Spanische Herrscher erleichtern die Freilassung von Sklaven und unterstützen den freien Handel.
Ja, das ist doch schon mal was Schönes. Wieso nicht? Evelyn! Gerald, du siehst mich an wie einen Geist. Ich verließ Chichen Itza, sobald es sicher war. Dann warst du erfolgreich. De Ferrer macht uns keinen Ärger mehr. Doch, es steckt noch mehr dahinter. Wie immer. Auch ich habe viel zu erzählen. Die Spanier sind unseren Zielen nun wohlgesonnen. Es könnte jetzt leichter sein, den Sklaven zu helfen. Geht es denn wirklich zum ersten Mal friedlich zu in unserer Heimat? Erst mit dir ist es wieder eine Heimat. Ich fürchte, die Willkommensfeier ist nun beendet. Die Arbeit. Es gab einige seltsame Vorfälle. Im Bayou gibt es Ärger mit Männern in spanischen Uniformen. Ach, sagtest du nicht, die Spanier und wir hätten nun dieselben Ziele? Das macht es ja so seltsam. Arbeiten sie insgeheim für... Das müssen wir herausfinden. Es gibt eine Spur. Ein Informant hat gesehen, wie einige Soldaten bestochen wurden. Für wen? Das finde ich raus. So, die haben aber noch immer nicht gesagt... Evelyn, vergisst du denn nicht etwas? Bitte, Gerald, das ist nicht die Zeit. Ich wollte dir nur das hier... Oh, danke. Es ist zu lange her. Ja. Aber erstmal gucken wir uns die Geschäfte an, wie die laufen. Oh, Port-au-Prince. Für 10.000 kann ich ein Schiff kaufen. Schön. Was kann ich denn an diesem Schiff? Schiff entsenden. Genau. Nein. Ich muss erstmal nochmal. Erstmal Waren kaufen. Pech. Früchte. Gut. Zurück. So, jetzt Schiff entsenden. Nach Coupé bekomme ich 240. Oder? Wo sehe ich das? Achso, ja, stimmt, da. Da bekomme ich 250. Steht nichts. Okay, fahren wir mal mit dem Zeug nach Havanna. Ja. So, dann würde ich sagen... Ach ja, komm, wir haben genügend Waffen hier drin. Und wir haben die Peitsche noch immer. Wie schön. Kann es was Besseres geben? Ja. Eine heile Welt. Mit einer schönen Ordnung. Die keiner zu verstehen. Was ist denn da über uns? Aha. Den Anwerber finden. Ist das nicht der Anwerber? Ach so. Ja. Natürlich nicht in dieser Mission, der Anwerber ist da unten.